Einen wunderschönen Vormittag und herzlich willkommen hier bei Heavy Traders zum Team Trade des Tages. Wie gewohnt soll es in dieser Sendung darum gehen, einen Team Trade Gedanken, eine Trading Idee vorzustellen, die wir dann später gemeinsam besprechen werden um 14.15 Uhr zu unserer Sendung. Aber auch da natürlich mit einem gegebenen Marktausblick. Und ja, was soll man sagen? Es geht natürlich wieder heute mit dem US-Markt weiter, gerade wegen den massiven Wirtschaftsdaten, die wir heute bekommen. 14.30 Uhr Arbeitslosen oder Erstanträge, BIP, Konsumausgaben. Also gerade so ein Vorgeschmack bzw. ein Update, wie denn die rezessive Entwicklung weitergeht und entsprechend, was uns interessiert, die Reaktion der Big Player. Also konkretisiert, welche Bewegungen werden wir jetzt da sehen und nutzen können und wollen vor allem. Ja. Da wollen wir uns mal gemeinsam vorbereiten und deswegen auch Nasdaq 100, der Index, als unser Team-Trade des Tages. Natürlich werden wir da aber auch über den DAX sprechen und ein bisschen updaten. Da haben wir ja auch jetzt die letzten Tage den einen oder anderen Trade geschlossen. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Charts rein und gucken uns mal den Markt an. Wie immer, Daily Business und gerade hier DAX, ist das Ganze ja, wie man ja kennen kann. Also das ist natürlich jetzt dem einen oder anderen aufgefallen, dass wir jetzt eine Woche lang verhältnismäßig ein bisschen ruhiger unterwegs waren. Das waren ja hier so Vorzeigeaktien, gerade hier die Schwergewichte, teils wie auch bei der SAP zum Beispiel, wo es ja jetzt auch um Zahlen gehen wird. Also auch da ist ein bisschen Druck natürlich, was den DAX betrifft. Man erkennt hier schon, dass da jetzt einfach im Kontrast zu der Rallye, sage ich jetzt mal hier vom Anfang des Jahres, hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ein bisschen Uneinigkeit eingekehrt ist und das lässt uns natürlich auch beim Team ein bisschen ruhiger bleiben. Ja. Und natürlich ein gewisser Fokus, wie schon erwähnt, auch hier auf Einzelwerte, aber was den DAX betrifft, ist immer noch nicht geklärt, was da jetzt eigentlich passieren wird und das muss auch nicht geklärt werden, weil wir uns hier auch gerne auf Bewegungen vorbereiten können und entsprechend einen Vorbereitungscharakter haben, was den DAX betrifft. Konkret bedeutet das so ein Ausbruch, also hier mal diese Seitwärtsphase zu beenden, diese Fehlausbrüche, sage ich mal hier, am 17., 18. hier rauszunehmen, über die 15.250, 260 zu kommen, das wäre ein Impuls, dann hier dann auch von unserer Seite aus da eben reinzugehen und den Bullen zu reiten, aber da das jetzt noch nicht passiert und die Chance, sage ich mal, noch da ist, dass wir hier tatsächlich sogar die 15 verlassen und hier runterkommen, also gerade diesen Bereich, müssen wir das natürlich auch noch in Augen halten und das sind unsere zwei aktuellen konkreten Ideen, also hier das Verlassen eben dieser Seitwärtsphase, das ist zumindest, was uns gerade vorschwebt. Deswegen werden wir hier natürlich auch ein Auge drauf werfen. Wobei wir aber auch ansprechen müssen, dass wir hier auch unterschiedliche Partner haben für die Trades. Ja, bedeutet immer noch, dass wir im Team reingehen, Teamentscheidungen treffen, aber individuell eben hier sogenannte Paten dann hinter dem Trade stehen, diesen teils selber in die Verantwortung nehmen oder beziehungsweise die Ausbrüche eben sich vorhalten. So kann das dann sein, dass der eine hier einen Durchbruch eben vorbereitet, während der andere sagt, nee, hier oben ist eine schöne Shorthöhe. Also auch das könnte dann individuell eben gesehen werden. Also da natürlich aber auch euch auf den Laufenden zu halten bei uns. Da daten wir natürlich immer schön um 14.15 Uhr ab und während des Nachmittags. Das ist zumindest mal so ein kleiner Ausblick DAX, was da so der grobe Fahrplan ist, Stand jetzt. Ja, US-Markt, da sieht es ähnlich aus. Wir können sagen gerade hier, also ähnlich bedeutet, dass wir die letzten 3-4 Tage, also inklusive heute, ein bisschen ruhiger geblieben sind, was die Schlusskurse angeht. Also klar, hier sieht man so einen ordentlichen Dipper. Der hat sich aber wieder beruhigt. Übrigens auch hier so ein kleiner Nebengeschmack. Wir haben viele US-Werte auch eingesammelt als Long und haben da entsprechend dann auch so teils Gewinne mitgenommen. Also auch gerade die Tesla beispielhaft, hat so in etwa sein Ziel erreicht. Ja, auch da 3 Tage lang so ein bisschen gedeckelt, haben wir uns entschieden, hier erstmal so einen Gewinn mitzunehmen. Gewinnmitnahme, in dem Fall 650 Euro, heißt aber nicht, dass unserer Meinung nach komplett Schluss sein soll. Deswegen wollte ich das vorher nochmal zeigen. Also das ist heute passiert, die Gewinnmitnahme. Sondern das kann tatsächlich hier immer noch weitergehen, gerade wenn man es nicht nur auf so Einzelwerte sich ansieht, sondern wirklich Nasdaq 100 gerade hier erkennt man nämlich, und jetzt wird es mal grob oder kurz charttechnisch, erkennt man hier ganz gut, dass wir wieder an einer sehr interessanten Stelle angekommen sind. Und wieder ist tatsächlich das Stichwort. Es geht um die 11.910 Punkte. Das ist hier übrigens auch eine reine charttechnische Argumentation. Wenn man hier mal erkennt, ich gehe mal so ein bisschen nach links, dann sieht man, das ist eine Zone, ein sogenannter Flip, der sich hier relativ lange schon hier gezeigt hat. Seit Juni, seit Sommer haben wir da Aktivität. Das bedeutet Flip. Ja. Also in etwa, dass wir hier immer noch eine Art Widerstand haben, was in der Vergangenheit, sprich konkret vor September, eigentlich eine Unterstützung war. Durchbruch und seitdem nicht so wirklich
nachhaltig rausgeholt. Es staut sich hier. Wir haben, wie man erkennen kann, seit Anfang des Jahres einen sehr stark eingeleiteten Aufwärtstrend, der nach den Zwischenkonsolidierungen immer noch von dominanten Käufen gefolgert wurde. Und diese Dominanz der Bullen ist immer noch auf Schlusskursbasis da. Nur allein schon wegen gestern, ja, das konnte sich hier nochmal bestätigen, dass wir hier eben den gesamten Weg zurückkonsolidiert sind und hier komplett wieder oben gelandet sind. Das sind alles so Puzzleteile, sagen wir mal. Ja? Also keine Glaskugel, gar nichts, sondern Puzzleteile, die eben dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, hier heute eine Fortsetzung zu sehen, hier den Ausbruch einfach zu sehen und eben die nächsten Zonen einzupeilen, einfach hoch sind. Und das wollen wir vor uns nutzen. Deswegen heißt es auch im Titel, ja, sehen wir die 12.000 noch im Januar. Darum geht es nämlich, hier die nächsten beiden Zonen, also auch realistisch, ja, realistisch anzupeilen, noch im Januar, also auch bis zum Dienstag übers Wochenende hier an die 12.55 oder die 12.250 zu kommen. Und da wollen wir uns diesen sogenannten Ausbruch, hier wollen wir uns eben bereithalten, aber natürlich auch drüber sprechen, was passiert, wenn das gar nicht erst auftritt. Was passiert, wenn wir um 14.30 Uhr mit eben dem BIP, den Konsumausgaben, ja, mit den rezessiven Zahlen entsprechend hier doch runterkommen und nach unten machen? Machen wir da nichts? Gehen wir dann trotzdem rein? Oder suchen wir uns Alternativen für einen Short? Da werden wir gemeinsam drüber sprechen. Das ist dann nämlich noch mal etwas tiefer in der Praxis. Und das ist dann ein Thema für 14.15 Uhr. Ja, hier war es deswegen auch erstmal kurz und knapp von der charttechnischen Perspektive. Sollte erstmal so einen groben Ausblick geben, was uns da so konkret vorschwebt. Vorbereitung ist das Stichwort. Deswegen haben wir uns da auch schon mal ein Zertifikat rausgesucht. Und zwar mit der folgenden WKN MB2LSY. In dem Fall ein Hebel von 17,54. Passt in dem Fall perfekt dafür. Und ja, ein K.O. bei 11.214.60. Und wie wir da eben, wie gesagt, konkret vorgehen wollen. Also wir werden die Szenarien einfach durchspielen, was passiert, ab welcher Stelle gehen wir wo rein, wie sichern wir uns da ab, was passiert, wenn es nach unten geht, wie handeln wir da, und das nochmal auch für den DAX gleichzeitig. Darüber werden wir sprechen, deswegen heute schon mal bereithalten, Wecker stellen, ja. Und dann sehen wir uns hier um 14.15 Uhr gemeinsam unter heavytraders.live. Also, bis später.